Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr Rufnummersperren einrichten könnt bei eurer Fritzbox. Wir fangen an. Wir melden uns zunächst an der Fritzbox an, gehen dann auf Telefonie, dann auf Rufbehandlung. Dann haben wir hier diese verschiedenen Punkte. Wichtig ist, dass ihr die meisten Sachen angezeigt bekommt, braucht ihr den Modus erweitert. Das könnt ihr einmal hier unten links und oben rechts auf den drei Punkten machen und dann auf erweiterte Ansicht. Wenn ihr nun seht, haben wir hier drei Punkte. Wir können einmal Rufnummern sperren für ankommende Anrufe, für ausgehende Anrufe und ganze Rufnummernblöcke. Ich zeige euch zunächst die normale Rufnummer. Das heißt, ihr könnt dann einfach Rufnummern eintragen. Als Beispiel, wenn ihr irgendwelche bestimmten Leute habt, die anrufen, dass die automatisch gesperrt werden. Das heißt, ihr tippt oben den Namen ein und hier könnt ihr die ganzen Rufnummern eintragen. Da ist es empfehlenswert, beides einzutragen. Ich habe es bisher immer nur mit beiden probiert, also plus 49 und 0, je nachdem. Gehen wir mal auf Abbrechen. Dann haben wir hier diesen Punkt. Das ist interessanter. Da kann man zum Beispiel einstellen, alle Anrufe, die anonym sind, werden automatisch unterdrückt bzw. gesperrt, damit unterdrückte Anrufe gar nicht erst bei euch am Telefon ankommen. Das geht wie folgt. Ihr geht einfach hier auf den Haken und könnt dann unter Rufnummernbereich, Telefonbuch und anonyme Anrufer wählen. Ich zeige euch einmal kurz Rufnummernbereich. Das heißt, hier könnt ihr dann zum Beispiel sagen, wenn irgendeine Hotline immer nur die hinteren Rufnummern ändert, könnt ihr dann einfach die Vorwahl eintragen bis hin zu einer bestimmten Stelle, die immer gleich ist, und dann wird das automatisch immer gesperrt. Und dann haben wir noch Telefonbuch. Das ist auch eine super Sache. Das heißt, da könnt ihr zum Beispiel jetzt einfach ein iCall-Telefonbuch einbinden, wo ihr bestimmte Listen habt. Da gibt es verschiedene Anbieter, die das auch anbieten, die dann sozusagen eine Art Blocklist pflegen für Rufnummern. Wichtig ist es halt, wenn viele Leute oder viele Fake-Anrufe bei euch auf den Festnetznummern kommen, ist es sinnvoll, sowas zu organisieren. Ansonsten muss man halt hoffen, dass man nicht verarscht wird oder aus Versehen dran geht und dann ja, zugelabert wird. Das heißt, in dem Fall könnt ihr dann das ganze Telefonbuch nehmen. Das kann über iCall funktionieren, über iCloud, über etliche anderen Dienste. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies abzubilden. In meinem Fall habe ich erstmal nur anonyme Anrufer gemacht und habe einmal auf OK gedrückt. Genau. Dann könnt ihr natürlich auch Rufumleitungen machen und ähnliches, aber das ist ja jetzt erstmal nicht so wichtig, sondern primär halt die eingehenden Anrufe. Ausgehende Anrufe ist genau das gleiche. Das heißt, hier könnt ihr auch Rufnummerbereiche, das heißt, theoretisch könnt ihr hier die einzelnen Länder sperren. Das heißt, ihr macht zum Beispiel plus 48, plus 44, Polen, Niederlande, was auch immer. Und könnt somit die Auslandsrufnummern sperren. Standardmäßig ist es nämlich nicht gesperrt, außer wenn ihr zum Beispiel in meinem Fall habe ich ja die Telekom, bei der Telekom eingestellt habt, dass ihr automatisch, dass ihr nicht nach ja, außerhalb von Deutschland telefonieren könnt. Aber standardmäßig ist es erlaubt und darüber könnt ihr dann halt Rufnummern eintragen, Mobilfunk, Ortsnetze, Ferngespräche, Ausland. Zum Beispiel kann man jetzt sagen, Ausland soll automatisch gesperrt werden. Dann Sonderrufnummern, das sind ja diese kostenpflichtigen 0800, 0180 und sowas. Also ihr könnt eine Menge Sachen sperren. In meinem Fall würde ich jetzt einfach mal die Sonderrufnummern eintragen, drücke auf OK. Dann habt ihr hier diesen Punkt. Den habt ihr, wenn ihr diese Sicherheitsfunktion habt. Das heißt, ihr müsst dann auf irgendeine Taste an der Fritzbox drücken und damit wird dann die Anpassung oder Einstellung geändert. Nun seht ihr, in meinem Fall ist es jetzt so, dass eingehende Anrufe ohne Rufnummernanzeige gesperrt sind und 080er Nummern nach extern nicht angerufen werden können. Da könnt ihr viele verschiedene Sachen einfach mal ausprobieren, mal gucken, wie es läuft. Und ansonsten sollte das eigentlich soweit passen. Das wäre jetzt der Punkt bezüglich Rufnummernsperren im Bereich Fritzbox von extern und von intern nach extern gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön!